Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim und wir waren bei diesem Rätsel hier in Ustengrav stehen geblieben und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es gerade schon mal probiert und habe kläglich versagt. Ich habe 8 Minuten lang aufgenommen und ja, wie gesagt, kläglich versagt. Jetzt habe ich aber nach knapp 8 Minuten Aufnahme eine Lösung dafür gefunden und das wollte ich euch jetzt eben nicht antun. Deswegen werden wir jetzt das Ganze mit der Lösung machen. So, Wirbelwind-Sprint nehmen wir. Dann springen wir hier rüber. Nein, verdammt, verdammt, das war jetzt nicht richtig. Vergesst es, das war jetzt nicht richtig. So, ich muss genau zielen mit dem Wirbelwind springen. Verdammt, ich krache immer gegen die... What the fuck? Jetzt komm, verarsch mich nicht, okay? Jetzt habe ich endlich eine Lösung gefunden, jetzt klappt die nicht. Also ich habe noch keinen Walkthrough angeschaut. Aber die Lösung sollte eigentlich funktionieren. Okay, dann renne ich mal wieder drüber. Nein, 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 nein. Ich bin da zu langsam. Ich bin da zu langsam. Okay. Wie genau mache ich das? Okay, wir sind durch. Unglaublich. Gut. Okay. Quicksave reinhauen. Weil das war jetzt echt ein Erfolg. Den muss ich jetzt mal so verzeichnen. Ich habe das ewig lang probiert und nicht geschafft. Und jetzt, oh Gott, bin ich froh. Hilfe. Au, 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 Lafouk, Lafouk. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Scheiß Frostbite. Böse Spinne. Böse Spinne! Böse Spinne! Böse 2 Spinnen! Böse 3 Spinnen! Ja, stirbt noch richtig. Los! Oh, ich hasse Spinnen, ey. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Besonders wenn die ziemlich groß sind und auch noch Frostbollen auf dich schießen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, oder? Okay, dann geht's mal jetzt weiter. Natürlich mal wieder zwischen rein quicksaven. So, Holztür öffnen. Okay. Ich will nichts sagen. Aber mir sieht es doch schon sehr verdächtig nach Endkampf aus. Ja, ich schluck noch mal kurz ein paar Drogen, bevor ich dahin gehe. Zaubertränke, ja, Gesundheit. Oh, jetzt habe ich mehr Gesundheit. Scheiße. Egal, könnten wir ja vielleicht gebrauchen. Lesen. So, geh mal bitte kurz weg. Gescheitert. Triff dich mit dem Dieb des Horns. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet euch das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese im Flusswald. Und ihr werdet mich treffen. Ich werde euch treffen. Ein Freund. Okay, die nehme ich mal mit, diese rätselhafte Notiz. Ich dachte jetzt eigentlich, hier wird es jetzt so voll epic und so wegen Kampf und sowas. Haben wir die Zaubertränke der Gesundheit total umsonst geschluckt. Ach, das ist ja ein bisschen blöd. Okay, egal. So, wo geht's denn jetzt hier raus? Hier hinten ist der Ausgang hinter dieser Wand. Können wir hier irgendwie zufällig durch? Oder müssen wir den ganzen Kackweg wieder zurücklaufen? Ach, bitte sag, dass wir hier irgendwie... Ah, genau, dahin geht's durch. So, dann Begräbnisurne erstmal natürlich alles hier schänden. Perfekt. El Perfecto, Holztür. Und wir haben noch was gefunden. Eine große Truhe. Stahlschwert der Kälte. Wow, das klingt nice. Nee, das würde uns noch... Wow, das ist enorm viel... Oh, alter Schwede. Okay, das sind nette Sachen, die sie da drin versteckt haben. Aber erstmal natürlich so als geldgeiler YouTuber alles aufsammeln. Derweil verdiene ich gar kein Geld mit YouTube. So sinnlos. So, silberne Amethyst natürlich wieder mitnehmen. Oh
das ganze Gold mitnehmen und so weiter und so fort. Ich befürchte, dass wir keinen Händler haben werden, der uns das ganze Zeug abkauft. Also kein Händler wird so viel Geld haben, wie wir hier Zeug verkaufen können. So, erstmal fast 2000 Gold, das ist schon mal schön. Aber jetzt gehen wir zurück nach Skyrim. Na, oder? Ja. Öffnen nach Ustengraf. Da sollten wir wieder in die Empfangshalle gehen, wo wir ja schon so schön von solchen Vampiren irgendwie empfangen wurden. Genau, oder? Weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist hier bestimmt wieder gleich ein Ausgang nach Himmelsrand. Activate Hebel. Genau, hier waren wir nämlich schon mal, glaube ich. Wenn die Truhe hier leer. Oh, hier waren wir doch noch nicht. Okay. Stahlschwert, das ist cool. Seelenstenke. Seelensteine mache ich natürlich. Das ganze Gold natürlich wieder mitnehmen. So, nein, die ist leer. Brauche ich nicht. Die ist auch leer. Ja, gibt es hier überhaupt noch eine volle? Hier. 4 Gold. Wow. Na gut. Man soll sich über das freuen, was man kriegt, ne? Und jetzt noch kleine Heilung. Und sonst gibt es hier eigentlich nicht mehr viel. Wir können auch die Urne, ja, ach Gott. So, dann geht's weiter. Rechts ist der Ausgang, hier rum, ja. Genau, das war dann das schon, wo wir auf die ersten Traugr und davon müsste dann die Empfangshalle sein, genau. Okay, hier haben wir gegen die Vampire gekämpft. Ist ja gar nicht mal so lange her. Ich glaube, letzte Folge war das. Also haben wir Ustengraf jetzt relativ schnell durchgemacht, würde ich mal so sagen. Also so 1,5 Folgen, das kann man schon durchgehen lassen. Warum bekommen wir nie so eine geile Axt? Komm schon, ich will auch so eine coole Axt haben. Vor allem, die hat da so ein Stachel und ja, halt sowas anderes, ne? Ladebildschirm. So, da sind wir wieder in Ustengraf. Haben wir die Kiste schon durchsucht? Nein, so wie es aussieht, noch nicht. Sag mal, die waren doch vorher noch nicht da, oder? Cool, das Stahlschwert brauchen wir erstmal nicht mehr. Okay. Wow, musste das sein? Jetzt komm, schlag mal drauf, Mensch. Jetzt verreck, du klägliches, dummes Ding. Und du auch. Stirb. Was? Wo bist du? What the fuck? Habe ich die Kinder meinem Rücken jetzt umgebracht oder was? Alter. So, Stahlschwert brauchen wir nicht. Gold, okay, können wir mal mitnehmen. Ist immer wieder schön. Wo ist denn der Zauberer hin? Der Zauberer hat bestimmt coole Sachen dabei. Sind die jetzt geflüchtet? Sag mal, ich habe doch den Zauberer gerade umgebracht. Hä? Warum liegt hier nur noch eine Leiche? Ah, hier. Ich wundere mich gerade, warum liegt hier nur noch eine Leiche? So. Und ich habe doch noch hier irgendjemand getötet, oder? Das ist nur der Bandit von da unten, okay. Nö, scheint mir nicht so zu sein. Okay, wo geht's denn jetzt dann hin? Wo ist denn der nächste Questmarker? Da unten, in Riverwood. Okay. In Flusswald. Gehen wir mal nach Flusswald. Aber ich würde sagen, wir verkaufen erstmal ein bisschen was, weil wir haben enorm viel Zeug dabei. Und wir können jetzt nicht mehr so viel tragen. Und ich denke mal, wenn wir wieder auf eine Quest gehen, auf Erforschungstour oder so, dann sollten wir schon ein bisschen Gewichtsplatz haben. Weil sonst, ja, ärgern wir uns nachher, wenn wir ganz, ganz wertvolle Sachen nicht mitnehmen können. So, erstmal gehen wir natürlich. Ich bin vergeben, also kommt nicht auf falsche Gedanken. Warte mal. Ihr habt wohl eine Du Schwäche wärst es für auch nicht wert, okay. Stahlschwerter. Sie eignen sich wirklich bestens zum Stechen und Schnitzen. Wo können wir. Ich würde sagen, wir gehen nach Weißlauf, um was zu verkaufen.
Weil ich weiß nicht, ob hier in Riverwood, das ist so ein kleines Dorf, ob die genügend Geld haben, ne? Weißt du, für mich reichen Mensch, also das ist ja. Ich will nichts sagen, ne? Vielleicht können wir dann auch was Besseres wieder kaufen oder wir gehen einfach mal in die Schmiede, um unser Stahlschwert zu verbessern. Können wir alles probieren. Trunkener Jägersmann. Okay, dann fragen wir mal den Elrindir. Hallo, mein Freund. Was habt ihr zu Pfeil verkaufen? und Bogen für den mächtigen Jäger. Na du, also mächtig, da bist du bei mir richtig. So, alten Notfall brauchen wir nicht. Axt von Weißlauf behalte ich mal. Das Eisenschwert können wir mal verkaufen. Den Eisenstreitkolben auch. Den Langbogen haben wir noch einmal. Stahldolch behalten wir mal. Das Stahlschwert können wir eins verkaufen. Stahlschwert der Kette behalten wir auch mal. So, und die hier verkaufen wir auch mal. Rest können wir anbehalten. Und was haben wir noch da drin? Naja, können wir alles erstmal behalten. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu Also machen. mir nicht, weil du hast mir viel zu viel so billig verkauft. Also, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Gut. Hier ist jetzt leider Nacht. Das heißt, wir können hier nichts verkaufen. Da würde ich sagen, also bis es wieder Tag wird, hängen wir hier noch ein bisschen in Weißlauf rum. Aber jetzt können wir erstmal zwei Fertigkeiten verbessern. Das ist immer wieder gut. Einhändig natürlich. 40% mehr Schaden. Was ist das hier? Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Okay. Angriffe mit. Nee, das brauchen wir nicht. So, Akimbo-mäßig brauchen wir nicht. Gemetzelt, 0 von 3. Angriffe mit Kriegsäxten brauchen wir auch nicht. Angriffe mit Schwertern haben die Chance von 10% auf kritischen Schaden anzurichten. Okay. Das hört sich schon mal interessant an. Ich würde sagen, wir nehmen. Ach, komm schon. Na, ich hasse diese Steuerung. So, wir nehmen mal. Angriffe mit Streitkolben. Nee, brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal das hier. Und dann nehmen wir noch irgendwas anderes. Zum Beispiel bei schwerer Rüstung. Nächster Rang. Steigert den Rüstungswert. Schwere Rüstung um 40%. Meine Güte, okay. Wie viel Rüstungswert haben wir denn jetzt? Wo kann man das denn sehen? Rüstungswert 140. Wow, das ist schon einigermaßen gut. Also für die schlechten Sachen, in Anführungsstrichen, die wir jetzt haben, ist das schon ordentlich was. So, dann gehen wir mal erstmal zur Sky-Schmiede da oben, zur Himmelsschmiede. Und mal gucken, ob wir da auch was zu verbessern, was verbessern können. Okay, so, können wir denn irgendeinen Ring oder so schmieden, den wir dann verkaufen können? So, Pelz. Dann ist es erstmal unwichtig. Schmuck. So wie es aussieht, nicht, weil wir haben keine Erze. Beschlagene Rüstung ist auch eher schlechter für mich. So, Himmelsschmiede. Nein, nein, nein. Ich will hier. Wo ist denn der Rest? Ein Buch. Schmiedekunst verbessert auf 21. Okay, können wir denn unsere Waffen schon mal ein bisschen verbessern? Unser Stahlschwert geht zu verbessern, ja. Ja, das möchte ich verbessern. Gut, da haben wir jetzt ein feines Stahlschwert. Verursacht auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Und gibt es noch irgendwas hier? Da gab es doch noch so eine Bank, wo wir unsere Rüstung verbessern können. Gibt es die hier in der Himmelsschmiede gar nicht? Das ist ja erbärmlich. So eine große und bedeutende Schmiede und dann gibt es das Zeug nicht. Ne? Sieht echt nicht so aus. Okay. Hier können wir leider nicht durch. Und da würde ich sagen, wir gehen mal wieder runter. Und ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis es wieder Tag wird. Wir haben jetzt auch nicht mehr lang in der Folge. Ich
Ich würde sagen, wir laufen noch zurück zum Drunken Huntsman bzw. zum betrunkenen Jägersmann oder wie auch immer. Und dann beenden wir die Folge erstmal. Ja, weil hier sind jetzt keine Verkäufer, das ist ein bisschen nachteilig. So, der betrunkene Jägersmann ist da drüben. Glaube ich, ja. So, dann haue ich hier nebenher auch nochmal einen Quicksave rein. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim wieder. Bis denne. Ciao.